Nuggeln? Ist das dein Bier? Mein Bier ist das nicht. Ich mache ihn gerne essen. Aber weißt du, warum du eifersüchtig bist und jetzt das Thema längst auf Mo? Ich weiß, warum du eifersüchtig bist, mein Schatz. Ich weiß es. Weil du keine Küche hast, keine Wohnung, du hast gar nichts. Du bist ein Yatim, die noch nicht mal Familie hat. Ein Yatim. Und ich kann dir gar nicht böse sein, so Yatim, wie du bist, dass du darüber jetzt redest. Aber bitte, Habibi, du musst nicht eifersüchtig sein. Ich schwöre bei Allah, ich mache dir auch eine Lasagne. Ich mache dir auch eine Lasagne. Ich schwöre dir, wenn du willst. Okay? Ein Yatim bist du. Ein Yatim. Okay? Ein Yatim. Natürlich ist die Yatim, Leute. Ihre Eltern wollen nichts mit der zu tun haben. Die ist doch Yatim. Die ist doch. Die ist doch Yatim. Mir auch eine Lasagne. Wallah, komm. Ich mach dir Lasagne. Wallah, die ist ein Yatim. Ich mache euch alle Lasagne. Leute, ihr könnt alle Leute fragen. Jeder hat mit mir geredet. Sie saß an ihrem Platz. Keiner hat mit ihr geredet. Sie hat sich noch nicht mal getraut aufzustehen, außer einmal. Einmal ist sie auf Klo gegangen. Da haben schon jeder, ob die Araber links von uns, rechts von uns, hinter uns, haben dafür gesorgt, dass ich sitzen bleibe. Sogar die Benson. Sie hat gesagt, du gehst jetzt nicht. Ich konnte nicht aufstehen. Ich schwöre bei Gott, und sie redet hier von Meschen, Stechen, dies, das, Ananas. Und wo ich rausgegangen bin, ich habe zurückgeguckt und alle haben gesagt, guck nach vorne. Guck nach vorne, die hat sich nicht mal getraut in unsere Richtung, sie war nur hinter uns. Sie hat sich nicht mal getraut, weil sie so Panik hat, ihr Herz hat schon gepocht, dass ich nach hinten laufe. Versteht ihr? Also bitte, tut mir einen Gefallen. Hört einfach auf, ich will, Sole, ich kenne dich gar nicht, dass du dich einlädst. Ich kenne euch nicht, dass ihr euch immer einlädt.